Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich gehe mal der Reihe nach vor. Wir sehen also als erstes die Bußgeldverbundene Teilnahmeverpflichtung an der Sprachstandsfeststellung. Wie wir festgestellt haben, und das sind die jüngsten Daten, vorher kenne ich keine, sind aber das letzte Mal so aufgenommen worden, sind bei der Sprachstandsfeststellung im Jahre 2012 für das Schuljahr 2013/14, also für die 4- und 5-Jährigen, von den damals gemeldeten Kindern 2122 gerade mal bis Dezember 2012 740 zu diesem Sprachstandstest erschienen. Das heißt, circa 2/3 sind nicht zum Test erschienen und haben von daher die Fördermaßnahmen, die wir anbieten, die das Land Berlin anbietet, natürlich fürs Land kostenpflichtig, aber für die Betroffenen kostenlos, zur Förderung des Sprachstands vor der Einschulung nicht wahrgenommen. Das ist nach unserem Dafürhalten ein Zustand, den wir nicht akzeptieren können. Wenn wir allein mal von der Tatsache ausgehen, dass schließlich nach diesen Zahlen gerechnet circa 1.400 Schüler, Schülerinnen in die erste Klasse aufgenommen werden, ohne die entsprechenden sprachlichen Kenntnisse aufweisen zu können, denn wir haben gleichzeitig festgestellt am 31.12.2012, dass bei all den Kindern, die zuvor keine Kita, keine Tagesmutter oder ähnliche Einrichtungen besucht haben, schließlich 52,9% einen Förderbedarf aufgewiesen haben, dann heißt das, dass mindestens die Hälfte von denen, die sich nicht zum Test gemeldet haben, sprich etwa 700, vermutlich mit den mangelhaften Kenntnissen ausgestattet sind. Wenn ich unter den eingeladenen 740 Kindern auch noch einen entsprechenden Prozentsatz sehe, dann haben wir gut 1.200 Kinder, die mit absolut defizitären sprachlichen Leistungen in die erste Klasse aufgenommen werden. Und jetzt kommen als nächstes die Ärzte, die bescheinigt haben in den jüngsten Untersuchungen, dass sich quasi ein solcher sprachlicher Rückstand bis zum Ende der Schulkarriere nicht aufholen lässt. Unter diesen Umständen scheint es uns angemessen zu sein, diejenigen, die zum Sprachtest eingeladen werden, auch sehr viel deutlicher auf die Verpflichtung hinzuweisen, ihre Kinder diesem Test zu unterziehen. Und aus diesem Grunde haben wir vor, dieses in den Bußgeldkatalog aufzunehmen, dass Eltern, die ihre Kinder zu diesem Sprachstandstest nicht schicken, mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 € belegt werden können. Wir sind uns alle darüber im Klaren. Dieses ist kein alleiniges Rettungsmittel, aber wir wissen auf der anderen Seite, dass es eine Dunkelziffer gibt von nicht erfassbaren oder nicht erfassten Kindern. Ich habe von daher den Senat gefragt zur Klärung der Situation, habe aber leider keine eindeutige Antwort bekommen. Wer denn von den ursprünglich gemeldeten Berliner Kindern zwischen 4. und 5. Geburtstag dann auch tatsächlich gar nicht erscheint? Das heißt, mal abzugleichen, die zu diesem Test aufgefordert worden sind, mit denen, die tatsächlich nachher in der Schule erscheinen, gemeldet werden. Ich bin nicht sicher, ob es da nicht eine Dunkelziffer von doch zumindest ursprünglich Gemeldeten gibt, die gar nicht mehr im Lande Berlin sind. Und selbst wenn sie im Lande Berlin sind, dann tragen sie die Last ganz offensichtlich mit rum. Das ist zu vermuten aufgrund der Statistik, dass mindestens 50% von ihnen die Förderung nicht wahrgenommen haben, dann mit den entsprechenden Defiziten in die Schule kommen. Um diese Last von den Schulen und vor allen Dingen von den Kindern, von den Schülerinnen und Schülern zu nehmen, haben wir diesen Antrag, diesen Gesetzesvorschlag gestellt. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege, für die Fraktion. Bitte? Ach so, Sie haben noch 28 Sekunden. Das Zweite mache ich in zwei Sätzen. Es ist bisher absurd geradezu, dass aufgrund von Datenschutzgründen das, was die Kita leistet bezüglich der sprachlichen Förderung,
der Kinder in ihren Einrichtungen, dass diese Sprachlerntagebücher nicht weitergereicht werden dürfen an die Grundschulen, damit die Lehrer dort mit den sprachlichen Defiziten in Kenntnis gesetzt, derjenigen, die ihnen anvertraut worden sind, entsprechend zielgerichtet und angemessen fördernd diese Kinder arbeiten können. Dafür plädieren wir ausdrücklich.